Hallo und herzlich willkommen zurück heute zum letzten Teil meines Ostervlogs. Heute ist Osterdienstag, ja, ich nenne es einfach mal so, und mein Lesemarathon soll heute ja noch ein bisschen in die Verlängerung gehen. Und es ist schon 5 Uhr am späten Nachmittag und ich habe noch nicht eine Zeile gelesen. Was aber im Grunde gar nichts macht, denn ich habe ja noch Zeit genug. Ich habe heute Abend nichts vor und deshalb kann ich mir den Abend auch nochmal schön einteilen. Aber was ich vorab noch sagen wollte, ist, dass ich gestern Abend noch eine Kurzrezension zu das Buch Der Spiegel aufgenommen hatte. Ich dachte, ich hätte es aufgenommen, aber scheinbar hat die Kamera, habe ich nicht auf Aufnahme gedrückt und somit konnte meine Kurzrezension zu das Buch Der Spiegel auch nicht in den letzten Vlog mit einfließen, aber ich möchte euch zumindest meine Bewertung des Buches und meinen allgemeinen Eindruck des Buches noch mal einmal kurz mitteilen. Ausführlich habe ich mich ja schon geäußert zu der Stimmung in dem Buch, zu dem, was das Buch mit mir gemacht hat. Und heute möchte ich eben halt noch ein kurzes abschließendes Resümee ziehen zu dem Buch von E.O. Chirovici, das Buch Der Spiegel. Ja, ich habe es gestern späten Nachmittag, kurz bevor wir dann essen gefahren sind, zu Ende gelesen. Und ja, ich habe mir dann überlegt, was muss passieren, wenn einem ein Buch so gut gefallen hat, dass man eigentlich gar keinen Kritikpunkt hat. Und ich bin dann schnell zu der Auffassung gekommen, dass man es dann mit ganzen 5 Sternen bewerten muss. Und ja, da der Schreibstil mir unheimlich toll gefallen hat, da die Komposition dieses Buches mir unheimlich gut gefallen hat, also die Aufteilung des Buches in quasi drei Kapitel, drei große Kapitel, jeweils erzählt von einem anderen Menschen, da mir das Ende sehr gut gefallen hat, da mir die Konstruktion dieses Falls sehr gut gefallen hat, die latente Spannung gut gefallen hat, die Schauplätze haben mir gefallen, das Setting war cool, die Charaktere waren alle unglaublich plastisch. Der Autor hat mit dem Glauben des Lesers gespielt und hat einen auch mehr als einmal hinter die Fichte geführt. Und ja, wenn das alles so ist, dann muss das Buch eine 5-Sterne-Bewertung bekommen. Und das kann ich auch ohne irgendwelche Abstriche hier zu diesem Buch sagen. Also das Buch Der Spiegel von E.O. Chirovici ist für mich, ich glaube, das erste 5-Sterne-Buch in diesem Jahr. Und ich habe es wirklich richtig, richtig genossen, weil es kein 0815-Buch ist, weil die Geschichte sehr gut ausformuliert war, weil das Ende überraschend war und eigentlich gar nicht konstruiert, so wie ja auch einige Kritiker das zu dem Buch gesagt haben. Also ich fand, es war alles passend und stimmig und es hat mir einen Riesenspaß gemacht, dieses Buch innerhalb meines Lesemarathons zu lesen. Und ja, eine ganz, ganz große Empfehlung von mir. So, ich muss doch wirklich jetzt nachschauen, ob es tatsächlich das erste 5-Sterne-Buch ist, was ich dieses Jahr gelesen habe. Ich glaube, das stimmt nämlich gar nicht. Ich habe ja bei mir auf dem Smartphone wie heißt sie? Scanolino Pro App. Und da kann man ja alle seine Bücher per, wie heißt das? Strichcode einscannen. Und auch entsprechend in Rubriken einteilen und man kann anschließend auch Sterne vergeben, wobei man leider immer nur volle Sterne vergeben kann und keine halben Sterne. Aber ich schau mal eben nach. Aha. Es ist also bei weitem nicht das erste 5-Sterne-Buch, sondern es ist das dritte
Das dritte Fünf-Sterne-Buch. Das erste war, lasst mich eben schauen, Das Lied der Dunkelheit. Ihr seht's. Und das zweite war Carrie. Könnt ihr es sehen? Ja. Es kann natürlich sein, dass ich bei Carrie 4,5 Sterne gegeben habe. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber ich bin mir sicher, dass Peter W. Brett von mir volle 5 Sterne bekommen hat, weil ich diese Fantasy-Geschichte wirklich unglaublich genossen und geliebt habe. Es war mal eine Fantasy, eine High-Fantasy-Geschichte, die sehr, sehr viel neu, für mich sehr, sehr viel Neues geboten hat. Also abseits von Zwergen, von Drachen und von Orks. Wobei von Orks, ja, es sind Orklinge in dem Buch von Peter W. Brett, aber sie werden eher als Dämonen bezeichnet. Deshalb würde ich sagen, dass das schon ein großer Unterschied ist. Ja, toll. Also, das zweite oder vielleicht sogar das dritte 5-Sterne-Buch und ich habe mich sehr über diese tolle Geschichte gefreut. Ich habe übrigens gestern Abend noch weiter gelesen in dem biografischen Kriminalroman von dem Gmeiner Verlag, nämlich die Geschichte um Bernhard Kimmel, der Al Capone von der Pfalz, glaube ich, heißt das. Ich hol's mal eben, kleinen Moment. So sieht es aus und ich habe bis Seite 160, nee, 180 gelesen und das Buch hat 260 Seiten, sodass ich noch ungefähr 80 Seiten zu lesen habe. Das Buch liest sich unglaublich fix weg, weil es eine sehr, sehr einfache Sprache bietet. Ich glaube, dass der Wolfgang Wegner, der Autor, sich so ein bisschen an den Polizeiberichten und den Aufzeichnungen von damals orientiert hat und es auch so in eine ähnliche Sprache umgesetzt hat. Also keine sehr blumige Sprache, keine Beschreibungen, keine großartigen Beschreibungen, sondern wirklich ja auf das Nötigste begrenzt. Das klingt jetzt manchmal beim Lesen etwas simpel, etwas einfach, aber ich finde, bei einer wahren Kriminalgeschichte, bei einem biografischen Kriminalroman, kann man das durchaus so machen. Denn ich kann mich erinnern, dass bei der Geschichte über den Jürgen Bartsch, das Buch heißt Der Kirmesmörder, Jürgen Bartsch, es ähnlich war, nur da war es mehr wirklich als Bericht und als Interview geschrieben, das Buch. Und das hat mich auch richtig begeistert. Die Geschichte dieses Bernhard Kimmel ja, beginnt eigentlich so Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre in der Pfalz, als er eine Gruppe von Gleichgesinnten um sich schart und ja, anfängt, kleine Einbrüche zu begehen und sich damit so ein bisschen über Wasser hält. Die Einbrüche oder die Ziele seiner Einbrüche werden allerdings immer größer. Er spezialisiert sich auf das Panzerknacken, was für damalige Verhältnisse oder für heutige Verhältnisse damals noch relativ einfach war. Er hatte eine Vielzahl von nachgemachten Schlüsseln, mit denen er eigentlich überall reinkam. Und ja, zu der Zeit, als er quasi als ja, Panzerknacker oder als Einbrecher aktiv war, war er auch bei der Bevölkerung sehr, sehr beliebt, weil er teilweise hinging und ja, in einem Schrebergarten einfach mal 200 D-Mark in 2 Markstücken in den Garten schmiss, sodass die Leute, die den Schrebergarten da betrieben, sich gefreut hatten, dass sie 200 Mark bekamen. Ja, also er hat sich selber Al Capone genannt und hat sich, er ist auch ein bisschen ja, überdreht und arrogant und selbstverliebt und er denkt, die Polizei könnte ihm nie was anhaben. Bis zu einem Nachmittag, und den habe ich gerade erleben dürfen oder erleben müssen, bis zu einem Nachmittag oder beziehungsweise bis zu einer Nacht, einer Silvesternacht an einer Hütte, es zu einem
Kapitalverbrechen kommt. Und jetzt ist im Grunde Schluss mit lustig. Jetzt muss sich Bernhard Kimmel ja verstecken, weil er nämlich jetzt mit Hochdruck gesucht wird. Ich weiß, dass der Kimmel seine Karriere bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts fortgesetzt hat. Ich weiß auch, dass er zwischendurch mal im Gefängnis gesessen hat. Aber wie das Ganze jetzt zusammenhängt, das ja, erfahre ich in diesem Buch jetzt das erste Mal. Also wie gesagt, keine sehr fordernde Geschichte, aber eine durchaus interessante Geschichte. Ich werde heute dieses Buch noch zu Ende lesen und dann im Abschluss ja, nochmal meine Bewertung abgeben. Dann hatte ich hier ja noch das zweite Buch, was ich mir in Leipzig gekauft hatte, aus dem Gmeiner Verlag, Wahre Verbrechen, Franziska Steinhauer, Der Werwolf von Hannover, Fritz Hamann. Da wird es sicherlich nicht so seicht wie in dem anderen Buch ja, zu Rande gehen. Das ist, glaube ich, schon wirklich harter Tobak. Soweit ich das weiß, ist Fritz Hamann einer der schlimmsten Serienmörder oder Massenmörder, die Deutschland im Grunde zu bieten hat. Ich weiß nicht genau, wann es spielt, doch in den 20er Jahren in Hannover, also in der Weimarer Republik. Und ja, ich glaube, dem Mann sind einige Menschen zum Opfer gefallen. Es ist auch etwas umfangreicher, hat 310 Seiten. Ja, und mal gucken, vielleicht lese ich da heute auch noch mal rein. Ja, und dann liegt hier natürlich noch Anton, weil Anton hat kein Glück. Und warum das so ist, möchte ich natürlich auch gerne erfahren. Ich finde ja den Titel auf der Rückseite so schön, Holla die Waldfee, finde ich total klasse. Und mal schauen, wann ich da rein lese. Also ich halte euch auf jeden Fall heute Abend noch mal abschließend auf dem Laufenden. All derweil wir ja auch noch 50 Seiten von unserem Richard Layman lesen wollen. Und ja. Bis dahin, ja, habt noch einen schönen Abend. Es ist 21:15 und wir haben gerade unseren heutigen Leseabschnitt von Richard Layman, Die Klinge, gelesen. Und ja, was soll ich sagen? Es hat getrieft vor Blut und ja, der Sex kam auch nicht zu kurz. Und der Kill-Counter steigt und steigt und steigt. Ich habe übrigens gerade vorher noch ein paar Seiten in dem Buch von Wolfgang Wegner gelesen, bin aber nicht, wieso ist denn das hier so schmutzig, bin aber nicht fertig geworden, Entschuldigung, weil ich zwischendurch eingepennt bin, hier im Sessel. Und irgendwann bin ich aufgewacht und denke, und da war es 8 Uhr. Tja, nun gut. Ich werde noch eine Runde lesen und zum Abschluss dieses Vlogs melde ich mich dann nochmal bei euch. Und dann beenden wir auch offiziell meinen Lesemarathon. Ich habe übrigens heute erfahren, dass die dritte Staffel Fargo ab Samstag auf Netflix läuft. Und da bin ich ja schon wahnsinnig gespannt drauf, weil ich ein riesengroßer Fargo-Fan bin. Die erste Staffel hat mir am besten gefallen mit Martin Freeman, fand ich großartig. Die zweite Staffel fand ich auch sehr gut, wobei die nicht ansatzweise so genial war wie die erste Staffel. Und ich bin gespannt, was sich die Macher für die dritte Staffel ausgedacht haben. Irgendwie zickt manchmal YouTube bei mir rum auf dem Handy. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Da kommt gar nichts. Wollte eigentlich ein paar Kommentare vorlesen.
weil ich so einige Kommentare bekommen habe. Aber geht jetzt nicht. Schade. Vielleicht machen wir das mal später. Es ist immer noch. Menno. So, liebe Leute, es ist fast Mitternacht und das heißt, dass der dritte Tag meines großen Lesemarathons sich auch dem Ende neigt und das passt auch sehr gut, denn ich habe vor ein paar Minuten Al Capone aus der Pfalz zu Ende gelesen, den biografischen Kriminalroman von Wolfgang Wegner, der die Geschichte von Bernhard Kimmel beschreibt, einem Verbrecher, der mit Raubzügen und Einbrüchen und als Panzerknacker bekannt wurde und sich dann nachher aber ja auch wesentlich schlimmerer Verbrechen schuldig gemacht hat und dann auch im Gefängnis gelandet ist. Eine interessante Lektüre und die letzten 70 Seiten so ungefähr hatten noch ein paar Überraschungen auf Lager und waren auch richtig spannend geschrieben. Aber ich hatte ja schon vorab erwähnt, dass der Sprachstil jetzt nicht besonders einfallsreich oder besonders hochtrabend war. Muss er auch nicht sein, finde ich. Deshalb bekommt das Buch von mir als biografischer Kriminalroman ja, sehr solide 3 Sterne. Er fügt sich eigentlich sehr gut in die Reihe, von der ich ja schon mehrere Bücher gelesen habe und von der ich ja auch noch den Fritz Hamann hier liegen habe, den ich mir vielleicht die Tage mal vornehmen werde. Ja, also, ich habe gute Bücher gelesen. Ich habe das Buch Der Spiegel mit 5 Sterne bewertet, dieses Buch mit 3 Sterne, soliden 3 Sterne, muss ich sagen. Also auf jeden Fall auch für Krimi-Fans eine Empfehlung. Dann habe ich hier noch Die Klinge liegen gehabt. Die haben wir auch schon fast halb durch. Nein, die haben wir überhalb durch. Und das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also alles in allem sehr, sehr gelungen. Leider zu kurz gekommen ist, wo liegt da? Der Roman von Anton. Aber da war ich jetzt irgendwie gar nicht so richtig in Stimmung für. Ach da, ich weiß, wo er liegt. Er liegt unter der Kamera. Da ist er. Aber das ist auf jeden Fall ein Buch, was ich mir auch in den nächsten Tagen mal zu Herzen nehmen werde. Vielleicht in den nächsten Tagen. Ja, und ja, das war's. Fritzi macht es sich da gerade wieder gemütlich. Das ist ihr Nachtlager oder eines ihrer Nachtlager. Und das werde ich gleich auch machen, mich ins Nachtlager begeben. Ich freue mich, dass ihr so lange durchgehalten habt und auch noch den dritten Tag mit mir verbracht habt. Und ja, auch wenn der heutige Tag nicht so sehr abwechslungsreich war wie die anderen beiden Tage zu Ostern, hoffe ich doch, dass euch der kleine Vlog, mein kleiner Vlogversuch, Spaß gemacht habt. Ich hoffe, ihr habt das, was ihr über Bücher erfahren wolltet, erfahren. Und ich sehe es an den Kommentaren, dass es grundsätzlich auch ganz gut angekommen ist. Ich werde auch die Kommentare noch nach und nach beantworten. Und ja, bedanke mich nochmal ganz recht herzlich für euer Zusehen und wünsche euch bei allem, was ihr sonst noch so tut, viel Spaß und wir sehen uns bei einem meiner nächsten Videos wieder. Tschüss!